Ein Ausbruch des Yellowstone-Supervulkans könnte die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, vernichten. Doch die NASA hat einen Plan, um das zu verhindern und uns zu retten. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie die NASA den Supervulkan stoppen will und wann es überhaupt zu einem Ausbruch kommen könnte. Wenn es euch gefällt, freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Hier in Europa haben wir jede Menge imposante und spannende Vulkane. Ich habe gerade erst vor ein paar Wochen den Ätna besucht und war wirklich beeindruckt von der Mondlandschaft mit all den Kratern dort oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Vulkane ihr in eurem Leben schon besucht habt und welcher der beeindruckendste davon war. Ich bin sehr gespannt auf eure vulkanischen Reiseberichte. Falls uns die Vulkanapokalypse erwartet, will man dabei natürlich gut aussehen. Und passenderweise wird dieses Video von Manscaped unterstützt. Ich weiß, vielen von euch ist mein Bart sehr wichtig und als ich mich vor einigen Monaten mal komplett rasiert hatte, war der Aufschrei riesig. Aber ganz im Ernst, Leute, ich habe mich eben im Spiegel angesehen und ich sehe aus wie Chewbacca nach einer Woche im Todesstern-Abflussschacht. So kann man sich doch nicht wirklich vor die Kamera stellen. Es wird also Zeit für Manscaped. Manscaped ist die perfekte Marke für Männer, denen Pflege und gute Qualität wichtig ist. Die innovativen Pflegeprodukte und Geräte wie der Lawnmower 4.0 sind perfekt für einen gepflegten Look und übrigens optimal geeignet für alle Körperregionen. Damit könnte selbst Chewbacca sich gefahrlos seine Wookies rasieren. Was? Das liegt an der patentierten SkinSafe-Technology, die das Risiko von Ziepen und Schnitten verringert. Dadurch kann ich mich perfekt vom Wookie-Look befreien und easy mal einen neuen Style ausprobieren. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Der Lawnmower ist für jede Art von Haaren geeignet, seine Hauptfunktion sind aber Körperhaare. Aber da erspare ich euch jetzt genauere Einblicke, versprochen. Wenn ihr auch eure Körperpflege auf ein galaktisches Niveau heben wollt und dabei auch in schwierigen Körperregionen Schnitte vermeiden wollt, dann habe ich eine super Gelegenheit für euch, geht auf manscaped.com und bekommt jetzt 20% Rabatt plus kostenlosen Versand und 2 Geschenke, wenn ihr den Code AstroTim benutzt. Manscaped hat eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie, also kannst du die Produkte problemlos einfach ausprobieren und dich selbst überzeugen. Link und Code findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und jetzt frisch frisiert zurück zum Yellowstone. Dieser Supervulkan erstreckt sich unter den amerikanischen Bundesstaaten Wyoming, Montana und Idaho und verfügt über eine riesige Magmakammer, die sich über eine Fläche von etwa 60 mal 40 Kilometern erstreckt und bis zu 14 Kilometern tief ist. Welche Kräfte hier am Werk sind, wird deutlich, wenn man sich die voraussichtlichen Effekte eines Ausbruchs ansieht. Hier sehen wir, wie weit der Ascheregen im Falle eines einen Monat lang anhaltenden Ausbruchs gestreut würde. Fast über die gesamten USA. Das würde aber nicht nur die USA betreffen, sondern wohl das globale Klima verändern. Große Mengen an Schwefeldioxid würden in die Atmosphäre freigesetzt werden, was zur Bildung von sogenannten Schwefelsäure-Aerosolen führen würde. Diese Aerosole reflektieren Sonnenlicht und führen zu einer Abkühlung der Erdoberfläche. Wir reden hier von einem weltweiten Abkühlungsprozess, der Jahre andauern würde und zu Ernteverlusten, Nahrungsmittelknappheit und anderen ökologischen und wirtschaftlichen Problemen führen würde. Immerhin würde sich dann niemand mehr auf der Straße festkleben. Nicht nur würden also durch die direkten Folgen des Ausbruchs, also durch die Aschewolke und pyroklastische Ströme, sehr viele Menschen sterben, sondern dann auch über längere Zeiträume durch die indirekten Folgen auf Landwirtschaft, Technik und Infrastruktur Leute leiden. Da stellt sich jetzt die nicht ganz unerhebliche Frage, wann bricht er denn zum nächsten Mal aus? In den letzten 2 Millionen Jahren gab es 3 bekannte Supervulkanausbrüche im Yellowstone-Gebiet. Der jüngste fand vor ca. 640.000 Jahren statt. Rechnen wir mal ein bisschen, 3 Ausbrüche in 2 Millionen Jahren, also ganz ungefähr alle 600.000 Jahre ein Ausbruch, der letzte ganz ungefähr vor 600.000 Jahren. Oh oh. Rein statistisch wäre der Yellowstone tatsächlich jetzt bald mal wieder dran. Und damit meine ich bald in geologischen Maßstäben. Keine Sorge, Leute, unsere Existenz wird vermutlich nicht vom Supervulkanausbruch beendet werden. Stattdessen von einer allmächtig gewordenen künstlichen Intelligenz. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass der Yellowstone irgendwann wieder ausbrechen wird. Es ist nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Es ergibt also Sinn, sich jetzt schon mal damit zu beschäftigen, was man dagegen tun kann.
Und tatsächlich haben Wissenschaftler der NASA einen absolut irren Plan entwickelt. Ein Team vom Jet Propulsion Laboratory der NASA untersuchte die Möglichkeit, die geothermische Energie des Yellowstone-Supervulkans zu nutzen und gleichzeitig das Risiko eines Ausbruchs zu reduzieren. Ihr Plan ist, Wasser in das Magmareservoir unterhalb des Yellowstone-Nationalparks zu pumpen, um die Wärme abzuziehen und die Temperatur im Vulkan zu senken. Das klingt exakt wie der Anfang eines Katastrophenfilms. Grundsätzlich ist die Idee, das geothermische Potenzial des Supervulkans zu nutzen und gleichzeitig das Ausbruchsrisiko zu verringern, genial. Denn die Energiemengen, die dort produziert werden, sind natürlich immens und können mit der richtigen Technologie vermutlich all unsere Energieprobleme lösen. Was natürlich bedeuten würde, dass eine solche Technologie in Deutschland provisorisch verboten werden würde. Aber egal, was haben die NASA-Forscher sich denn nun genau überlegt? Ihr Konzept basiert auf der Idee, wie schon gesagt, Wasser in das Magmareservoir unterhalb des Yellowstone-Nationalparks zu pumpen. Dieses Wasser würde die Wärme aus dem Magmasystem abziehen, wodurch sich dann die Temperatur im Vulkan verringern würde. Das erhitzte Wasser könnte dann an die Oberfläche zurückgepumpt werden und zur Erzeugung von geothermischer Energie verwendet werden. Die kontinuierliche Entnahme von Wärme würde im Laufe der Zeit dazu führen, dass der Vulkan weniger wahrscheinlich ausbricht. Klingt easy und so kompliziert ist der Prozess an sich auch nicht. Ganz grundlegend kann man sagen, dass ein solches Geothermiekraftwerk in 4 Schritten funktioniert. Wasserinjektion, Dampfproduktion, Turbinenantrieb und Kondensation. Das Wasser wird in das Magmareservoir injiziert, es erhitzt sich und steigt als Dampf nach oben. Dort wird es in eine Turbine geleitet, die elektrische Energie produziert, danach kühlt es in einem Kondensator ab und wird dann wieder in den geothermischen Kreislauf zurückgeführt. Absolut genial! Also los geht's, bauen wir das Ding! Ein klitzekleines Problemchen gibt es leider. Um Yellowstone so weit abzukühlen, dass er nicht mehr ausbrechen wird, müssten wir Energie in Höhe von, und jetzt passt auf, 20 Gigawatt entziehen. Wie viel ist das? Naja, die NASA-Forscher haben ausgerechnet, dass wir etwa 16.000 Jahre lang das Geothermalkraftwerk betreiben müssten, um das zu tun. Wirklich langfristig gedacht und die Umsetzung des Projekts würde auch erhebliche technische Herausforderungen und Investitionen erfordern. Denn um Wasser tief genug Richtung Magmakammer zu befördern, müssten Schächte von bis zu 10 Kilometern Länge gebohrt werden. Die Hitze soll dann von der Unterseite der Magmakammer extrahiert werden. Warum so kompliziert? Weil man, wenn man die Magmakammer einfach frontal von oben anbohrt, einen Ausbruch des Vulkans riskiert. Der verantwortliche Forscher Brian Wilcox vom Jet Propulsion Lab sagt, es besteht die Gefahr, einen Ausbruch auszulösen, den man ja gerade verhindern will. Wird die Magmakammer von unten angebohrt, wird verhindert, dass die Hitze von unten heraufkommt, um jemals die Spitze der Kammer zu erreichen, wo die wirkliche Bedrohung entsteht. Wir reden hier also über ein gigantisches Megaprojekt, das nur generationenübergreifend bewerkstelligt werden könnte. Nachdem das Jet Propulsion Lab der NASA die Idee ausgearbeitet hatte, sind erstmal keine Schritte hin zu einer konkreten Umsetzung unternommen worden. Im Oktober letzten Jahres ist dann ein neues Paper veröffentlicht worden, in dem konkreter ausgearbeitet wird, wie man die Energie vom Yellowstone anzapfen könnte. Und die Zahlen haben es wirklich in sich. Die Kosten würden sich auf 3,5 Billionen $ belaufen. Mit über 11 Billiarden Wattstunden Energieleistung könnte man durch das Projekt die gesamten USA versorgen. Und wie auch schon die NASA, kommt man in dem neuen Paper zu dem Ergebnis, dass der Supervulkan dadurch so weit abgekühlt würde, dass er nie wieder ausbrechen würde. Bisher alles nur Vorschläge und graue Planungen, aber ich denke, irgendwer sollte sich um die Finanzierung des Projekts bemühen und es angehen. Unsere Nachfahren würden uns das sicherlich danken. Denn wie Dr. Brian Wilcox sagt, Yellowstone explodiert ungefähr alle 600.000 Jahre und es ist ungefähr 600.000 Jahre her, seit der Supervulkan zuletzt ausgebrochen ist, was uns dazu bringen sollte, aufzustehen und zu handeln. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Sollten wir das Yellowstone-Kraftwerk-Megaprojekt angehen, auch wenn es teuer, Science-Fiction-mäßig und super langwierig ist? Oder sollten wir unsere Energie und unser Geld lieber auf andere Projekte fokussieren? Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Ebenso wie Wasser im Yellowstone würde ich gerne die Abonnentenzahl meines Kanals weiter nach oben pumpen,
denn ich stehe jetzt kurz vor den 150.000 Abonnenten. Falls ihr noch nicht abonniert habt oder weltraumbegeisterte Freunde und Verwandte kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir helft, das galaktische Ziel von 150.000 Abonnenten zu erreichen. Danke, Leute. Nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten gibt es wirklich irre Landschaftsformationen und einer der seltsamsten Orte im Universum ist wohl die Terminatorzone auf Exoplaneten. Diese Terminatorzone könnte uns nun den Durchbruch in der Suche nach außerirdischem Leben gebracht haben. Im angezeigten Video könnt ihr mit mir gemeinsam auf eine kosmische Reise in die Terminatorzone gehen. Klickt unbedingt mal drauf, ist wirklich sehr, sehr spannend geworden. Und wenn ihr euch auch ohne Schnitte überall entspannt rasieren wollt und den Kanal unterstützen möchtet, vergesst nicht auf den Link des Sponsors Manscaped zu klicken. Ihr müsst euch auch keinen Schnurrbart rasieren, keine Sorge. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!